Er hat es tatsächlich geschafft. Donald Trump wird 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Gegen Establishment und Lügenpresse setzte sich der 70-Jährige im November gegen Hillary Clinton durch. Natürlich ist die Schicksalswahl jenseits des Atlantik Titelthema des Kompaktmagazins. Dabei lautet die wichtigste Frage: Was bedeutet das neue Staatsoberhaupt für Deutschland? 2017 heißt es, das Trump-Modell gegen das Merkel-Modell. Indem Merkel jetzt wieder antritt als Bundeskanzlerin, hat sie ihren Untergang besiegelt. Und ich habe irgendwie den Eindruck, das Establishment hat noch gar nicht so richtig verstanden, was da eigentlich passiert ist. Stehen wir am Anfang vom Ende der Globalistendiktatur? Vielleicht. Eins ist jedenfalls sicher, der Wahlsieg von Trump kann ein Signal des Völkerfrühlings auch in Europa sein. Let's make America great again, sagt Donald Trump, und wir von Kompakt schließen an mit dem Slogan Let's make Germany free again. Getroffen haben sie sich noch nicht. Aber auch Angela Merkel wird nun nicht mit ihrer Busenfreundin Hillary Clinton, sondern mit Trump zusammenarbeiten müssen. Mindestens bis September, aber vielleicht auch länger. Mutti Merkel will noch mal antreten? Soll sie. Dann wird sie beim nächsten G7-Treffen mit Präsident Trump und Präsidentin Le Pen zu tun haben. Mal sehen, ob sie das schafft. Nach der US-Wahl heißt die Devise, jetzt trumpen wir die Merkel. Und die neue Ausgabe von Kompaktmagazin hat alle Argumente dafür. Und die Medien? Für sie war der exzentrische Milliardär das Feindbild schlechthin. Doch verhindern konnten sie Trump nicht. Ein Bankrott der bunten Hofberichterstatter? Die dämlichen Visagen auch bei unseren GEZ-Medien, die haben wir ja verfolgen dürfen. Da war ja ein Gesicht trauriger als das nächste. Eins können wir jetzt schon mit Gewissheit sagen: Trumps Triumph ist eine krachende Niederlage der Lügenpresse. Umso mehr das Establishment Atombomben-Hillary zum Sieg herbeischrieb, umso mehr Wähler wandten sich von ihr ab. Und das berichtet Kompakt zu Donald Trump. Wir haben 20 prall gefüllte Seiten zum Thema Trump, unter anderem ein Beitrag auch von Alexander Dugin, dem Chefideologen von Putin, und von Nadja Atwal, die als einzige Deutschamerikanerin im deutschen Fernsehen pro Trump sprechen durfte. Verpassen Sie diese Beiträge nicht. Außerdem im neuen Kompaktmagazin, wie die politisch korrekten Weihnachten verbieten wollen, weshalb Berlins Bezirk Neukölln inzwischen das Kalifat Neu-Aleppo ist und warum die USA einen Putsch auf den Philippinen planen könnten. Im Dossier erfahren Sie alles zur Kompaktkonferenz für die Meinungsfreiheit. Und wir erklären Ihnen, warum die Intellektuellen bescheuert sind. Kompakt erhalten Sie im Abo oder am Kiosk.